Puppöchens, euer Virus, ja, wir haben ein neues Unboxing. Ich habe was gekauft, wo ich nicht weiß, was ich gekauft habe, aber ich habe ein Paket gekriegt und finde ich dann mal sehr interessant. Ich weiß nicht, von wem das kommt, das kommt von Amazon, da habe ich doch im Moment gar nichts gekauft. Verstehe ich nicht das Ganze, aber okay. Ja, ganz einfach. Ich zeige es euch mal. Gehen wir zum Unboxing rüber. What? Jetzt holen wir mal das Paket raus hier. Oh. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir das am besten aufmachen. Ich glaube, hier ist ein Schlitz, da können wir dann lang schneiden. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, was da drin ist. Ich weiß auch nicht, wer meint, wer müsste mir ein Paket schicken. What happened, Alter? Ohne Scheiß, what happened? So, what the fuck? So, dann wollen wir das mal aufschneiden. Das müsste jetzt offen sein, hoffe ich. Was ist denn das? Was haben wir denn da? Was? Titan Wolf, Mechanical Keyboard, Aluma. Was the fuck? Kalk, Blue Switchers, Rainbow Blink Light. Black Design, Regenlight, High, Fast, Friction, 105 Keys, 18 Volt. Was läuft denn hier für ein Film? Was läuft hier für ein Film? Was läuft hier für ein Film? Ich kapiere nur noch Bahnhof. Ich hab doch nichts ge. Hä? Habe ich ein Preisausschreiben irgendwas mitgemacht? Ich habe KA. Echt ohne Scheiß. Ich habe keine Ahnung. Was zum Geier? So, einmal fürs Screenshot, das werde ich mir aus dem Video nachschreiben. Was? Hä? Ich habe hier gar nichts mehr. Ich bin total überfordert. Ich bin total überfordert. Ein Maus. Ach, Scheiße. Schmeiß doch nicht alles weg. Sorry, dass ich es weggeschmissen habe, aber die Kartons sind ziemlich glatt. So. Das kapiert muss mal einer. Also. Ich kapiere nur noch gar nicht. Ich bin baff. Ich weiß. What? So, ich mache jetzt erstmal den Karton auf hier für die Touch-Statue. Ich kapiere gar nichts mehr. Ich habe doch nirgendwo was gekauft. Ich glaube. Hä? Nee, nee. Das ist mir zu modern. Das muss ich nicht kapieren. Ey, ich bin mega geflasht gerade. Tastatur, Maus, Mauspad. Was? Warum? Wieso? Wer tut sowas? Womit habe ich das verdient? What happened? Ja, gucken wir uns mal die Tastatur an. Die haben wir damals mal eine bestellt über Japan. Kann ich euch ja gleich mal im Gegenzug zeigen. Ja, da hatte ich ja jemanden bei mir wohnen gehabt, da mal über Wisch oder was wie das heißt. Entschuldigung, so, hier. Mit einer Hand ist das ein bisschen konfus. So, was haben wir hier? Irgendwas Gelbes. Ah, da kannst du sie wahrscheinlich hinstellen. Einmal so oder so, kriege ich das dann so auf? Ah. So klein oder auf länger, okay. Was für ein Rostings. Hört man auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wie sie leuchtet, wie das aussieht. Ja, da geht das Kabel durch. Okay. Ist handlich, aber ja, die ist. Ja, die hat aber Gewicht jetzt. Dafür, dass halt Eisen und Schwarz. Ja, ich habe keine Ahnung, wer sowas macht, warum er sowas macht. Da ist USB versteckt mit so einer Schutzvorrichtung. Auch mal nice. Warum die das so tun, keine Ahnung. Dann haben wir jetzt hier ein Klettverschluss. What the? Ich kenne diese Marke Titan Wolf jetzt nicht wirklich. Diese Marke sagt mir jetzt
Da muss ich nachher gleich mal irgendwann googeln. Also wenn einer von euch was weiß über diese Marke, dann einfach mal reinschreiben ins Kommentar des Videos dann. Und ich bin einfach paff. Ich verstehe gar nicht, ich finde nur noch Bahnhof. Kriege ich dich so raus? Ein Moment. So, da habe ich die zugehörige Maus. Und klicken hier. Ich mach mal den Untergrund hier an die Seite. Da sind auch viele Tasten dran. Wow. 2, 4, 5 Tasten. Muss aber. Ja, das ist immer so sehr interessant, die da zu bedienen. Mausrad lässt sich auch gut. Da kannst du die Geschwindigkeit, das habe ich bei meiner anderen Maus ja auch. So, und ihr habt euch ja gefragt, beziehungsweise ich habe ja gesagt, dass ich euch mal die andere japanische Tastatur zeige. Die habe ich hier. So, einen Moment. So, da. Die leuchtet natürlich auch in Standard. Also da habe ich da kein Lauflicht, dass das so rumgeht, sondern Standard in allen Farben. Die Maus dann halt dabei, war ein Billigzeug. Und dann hatte ich mir mal ein Gamepad gekauft. Mit dabei war auch eigentlich günstig, was dann auch mit Farbwechsel ist und so. Ja, im Ganzen sieht das ja auch nicht schlecht aus. So, jetzt machen wir mal hier auf. Ihr seht das da, das ist. Hier geht die Lasche rein, ja, und dieses Ding geht unter diesen Deckel. Das heißt, ich muss das mal im Handy an der Seite legen, weil das will ich nicht kaputt schneiden. So, und dann haben wir schon offen. So, gucken wir uns erstmal in der Sonne an, was da Highspeed Design, Effect Control, Precision, Slip Resistant, also immer da Details, auf ganz Englisch kann ich nicht. Hier steht Delta Gaming Mousepad 900x400 mm. Ich weiß nicht, wer mir sowas schenkt, mal ganz ehrlich. Oh, da ist was hingefallen. Happy. Oh, happy day. Also wenn es irgendwelche Probleme gibt, kann man da anrufen. Gucken wir mal. Will man jetzt machen so. Hallo Engel, hallo Otto. Spaß beiseite. Holz, wieso ist hier Holz dabei? So, rollen wir das mal aus. Ja, das ist also so eins wie ich da hinten habe. Ja, von Titan Wolf halt mit dem Design drauf. So, damit ihr das mal seht. Ich hatte zwar nach oben mit dem Handy. So. Wow, Titan Wolf. So ein bisschen, was ich jetzt, dass dieses Design auf dem Karton hast du so dieses Grau. So sieht das geil aus, ne? Aber beim Mauspad muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Lila, ne, ist jetzt nicht gerade so, wo ich sagen, mir das so gefällt. Vom Design her finde ich das natürlich geil, wie das hier gemacht haben. Die ganzen schrägen Kurven, Kanten, geil gemacht. Ist ein bisschen lila, ist jetzt nicht gerade so der Knaller. Das hätten sie von der Schrift auch etwas deutlicher setzen können, finde ich. Das ist ein bisschen zu schlicht. Ja. Ansonsten, ja, schön gut breit, dass du da die Tastatur drauf passt und dass ihr auch da die Maus hin tun könnt. Ja, nicht schlecht. Titan Wolf, ja, gute Frage. Ich weiß nicht, wie ich dazu komme. Ja, interessant. Player.
Ja, alles schick, alles schön. Der gelbe Knopf ist dafür da unter der Tastatur, dass ich gewisse Tasten halt hier verändern kann. Ja, werde ich aber erstmal nicht machen. Ich bin es gewohnt, dass es eigentlich so bleibt, wie es ist. Ja, und vom Gewicht her hat es auch eine nette, ist auch sehr nett. So, jetzt schalten wir einfach mal wieder um auf das Bild. So, nochmal rein. Ich weiß nicht, wo ich. Das ist einfach mal dran. Ich kann dann noch die Geschwindigkeit verändern. Ja, aber da ist dann halt die Frage. Muss ich auch nochmal durchgucken, wie das funktioniert. Aber nette Spielerei. Da geht auf jeden Fall. Geht da was? Und man hat keine extra. War keine App dafür, sondern man macht das alles nur, indem man Fn-Taste drückt auf der Tastatur und dann hier dementsprechend diese Seite durchliest, wo dann halt so ein bisschen erklärt wird, was, wann, wie und wo. Ja, das ist schon eine Nummer für sich, bei so einer Tastatur und so einer Maus. Wow, sage ich da nur zu. Wow. Heftig geil. Und zur Maus. Gerade mal nachgeguckt, es gibt eine CD, also auch dann auch ein Menü. Die CD habe ich jetzt noch nicht installiert, also den Treiber. Für, ich denke mal, die Steuerung. Vielleicht kann ich da auch das Licht einstellen, wahrscheinlich wie bei der Tastatur, sonst gäbe es ja keinen Sinn. Ja, von der Marke Titan Wolf. Und die Maus hat aber noch was. Und ja, zeige ich euch jetzt. So, hier haben wir die Maus. Und die wechselt natürlich auch das Licht. Dazu blau, jetzt gerade grün. Das andere Seite ist orange. So, dann haben wir hier noch ein nettes Knöppele. So, dann mache ich jetzt einfach mal, ob das jetzt funktioniert. Ach, warte mal. So, jetzt einmal nach hinten ziehen. Und schon. Ach, ich krieg's nicht raus. Kacke. Dann mache ich das so. Und was haben wir da? Eine Schublade mit Gewichten. 24 Gramm, genau. So lange habe ich jetzt gebraucht zum Zählen für die kleine Pause. Und die Maus ist jetzt ungefähr so leicht wie die alte Maus, die ich vorher gehabt habe. Die war auch ziemlich leicht. Keine Gewichte drin, halt eine Sidewinder, also Microsoft-Scheiße. Billig gedönt, damals von einem Rechner, den jetzt meine Schwester, den ich ihr geschenkt habe, vorletzte Weihnachten. Ja, letztendlich ein Treiberlaufwerk, also ein Laufwerk drin. Und da habe ich jetzt den Windows-Treiber und GeForce-Treiber habe ich hier aktualisiert. So, ich schiebe das jetzt mal wieder rein. Und dass er jetzt dann auch die WLAN-Karte nutzen kann, die der Rechner drin ist. Weil Kabel durch den Flur legen ist halt doof und naja. Ja. Wer auch immer mir das geschenkt hat, das war eine sehr, sehr tolle Überraschung. Macht sie auch ziemlich gut. Dann das Mauspad habe ich vorhin ausgestellt. Rechner fahre ich gleich runter. Und ich bin immer noch geflashbackt, Alter. Ich sitze hier und freue mich ein Schnitzel. Ey, das ist der Wahnsinn. Hoch 12 ist das. Ey, hammerhart, Alter, hammerhart. Aber das einfach mit der Tastatur, das ist, und mit der Maus, das ist der Wahnsinn. Das war immer wieder, das ist wieder so ein Ding, das haut dann nochmal wieder einen richtig schön auf der Ommel, ey. Die Tasten sind wirklich schön beleuchtet. Einfach mega klasse, einfach mega klasse. Und teuer ist es ja auch nicht mal, habe ich gesehen. Ich glaube, insgesamt Maus, Mauspad und Dings, Bundle kostet, glaube ich, auf Amazon 100 Euro. Ich glaube, wenn du Prime-Kunde bist oder irgendwie sowas, hat es irgendwo runtergesetzt, glaube ich, ein paar Euro weniger. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber wow, echt mal mega fette Sache. Recht herzlichen Dank an dem, der mir das hier zukommen lassen hat. Das ist absoluter Wahnsinn und bist die Krönung, bist der Knaller schlechthin, ey. Das war's fürs Unboxing. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.